Leute, ihr werdet mir niemals glauben, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe mich nämlich dazu entschlossen, zurück in meine alte Minecraft-Stadt zu gehen und meine Freunde Odi, Lumi, Hanna und alle anderen zu besuchen. Kennt ihr noch alle meine Freunde? Wenn ja, dann schreibt die mal alle unten in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, während ich hier aussteige. Oh Mann, das ist hier noch die Schule gewesen. Ich war lange nicht hier. Und da ist auch direkt der Zirkus. Boah, ich kann es kaum erwarten, meine Freunde zu treffen. Die sind bestimmt alle in der Mitte. Und dann machen wir wieder ganz viele Minecraft-Videos. Hier ist der Zirkus gewesen. Und hier ist der Laden gewesen. So, wir müssen jetzt nur noch Odi finden. Und alle anderen. Da ist das Krankenhaus gewesen. So, Lumi, das ist nämlich das erste Haus, was wir sehen. Ich hoffe, Lumi ist zu Hause. Und wenn nicht, dann gehen wir zu Odi. Lumi? Lumis Tür ist einfach auf. Lumi, bist du zu Hause? Oh Mann, Lumi ist bestimmt bei Schleimi. Wie sieht Schleimis Haus denn aus? Seht ihr das? Das ist komplett in die Luft gegangen. Hier stimmt doch was nicht. Da drüben ist mein Haus. Vielleicht sind die ja bei mir. Leute, wo seid ihr? Ihr müsst doch hier irgendwo sein. Hallo? Hier ist einfach niemand. Leute, seid ihr hier? Oh Mann, irgendwie ist niemand da, Leute. Ich glaube, ich warte einfach hier, bis jemand kommt. Und danach fragen wir, was los ist. Ich glaube, alle meine Freunde haben die Stadt verlassen. Aber warum ist Lumis Haus hier einfach... Nee, das ist Schleimis Haus. Warum ist das einfach so in die Luft gegangen? Hier stimmt was gewaltig nicht. Ich mache erstmal die Tür zu. Und ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. Oh, Leute, bis gleich. Habt ihr das gehört? Ich glaube, hier ist gerade jemand gekommen. Da war jemand mit einem Auto. Oh, seid ihr da, Leute? Ich bin's, Brixy. Das ist doch Odi. Ich werde mir die coolste Stadt aufbauen. Die Anti-Brixy-Stadt. So. Odi? Das ist doch... Odi! Was willst du von mir? Du bist wieder da, wuhu! Ich hab gewusst, dass du kommst, Odi! Warum freust du dich? Du willst mich hier weg haben? Geh weg, ich greif dich sonst an! Was meinst du damit? Ich will dich doch nicht weg haben, Odi! Warum ist denn mein Haus so ramponiert und hier sind überall Schilder und da drin ist TNT? Ich muss richtig aufpassen. Und komm mal mit, du Blödmann. Das Schild hast du geschrieben. Warte mal, lass mich lesen. Du wurdest gebannt. Ha, ha, ha. Muhaha. Nein, das war ich nicht, Odi. Ich bin gerade wieder zurückgekommen. Ich wollte euch alle besuchen. Und dann habe ich gesehen, dass keiner da war. Ganz bestimmt, Brixy. Deswegen steht da, du wurdest gebannt. Und wem gehört die Stadt? Dreimal darfst du raten. Ja, mir, aber ich war doch nicht hier, Odi. Ich war es wirklich nicht. Doch du warst das. Das kannst nur du gewesen sein, du Blödkopf. Ich gehe jetzt hier rein. Ich hoffe, das explodiert nicht alles. Und nimm meine Betten mit. Und wenn ich meine Betten mitnehme, Brixy, weißt du, was das heißt? Nein, Odi, bitte tu das nicht. Ich werde... deine Stadt verlassen und werde mir meine eigene Stadt bauen. Und da bist du nicht willkommen, du Blödmann! Aber Odi, Mann, bitte Odi, du darfst mich nicht allein lassen. Ich habe das nicht gemacht, ich würde das niemals machen. Doch, bestimmt hast du auch die anderen verbannt. Wo sind die denn? Hä? Lumi ist nicht mehr da, Hanna ist auch nicht mehr da. Du hast die bestimmt auch verbannt und vergrault. Oh nein, das stimmt wirklich nicht. Ich habe mich doch gefreut. Ich bin selber hier erst gekommen, Odi, und hab das so gefunden. Ich glaub dir nicht, Brixy. Es ist deine Stadt und ich muss dich verlassen. Tschüss, ich gehe jetzt in meine Welt und genau, baue mir meine eigene Stadt. Nein, Odi, bitte, du darfst mich nicht verlassen. Doch, Brixy, es reicht mir nämlich. Ich gehe jetzt. Tschüss. Okay, Odi, tschüss. Mann, Leute, ihr wisst, dass ich Odi das nicht angetan habe, oder? Wenn ihr es wisst, dann müsst ihr jetzt unbedingt ein Like und ein Abo dalassen. Ich muss ihm unbedingt
ich muss ihn unbedingt verfolgen, um zu wissen, wohin er geht. Er darf auf keinen Fall die Stadt verlassen. Ich muss das aufhalten. Ich brauche erstmal ein Schwert. Und ich brauche, was brauche ich noch? Eine Axt. Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. So, und dann muss ich nochmal in den Keller gehen. Er ist Richtung Wald gelaufen. Aber dort hat Odi eigentlich immer Angst. Und ich muss ihn beschützen. So, ich muss doch hier noch irgendwas haben. Hier war noch mein altes Labor. Erinnert ihr euch noch an mein altes Labor? So, wir müssen da jetzt mal ganz kurz rein. Wer hat denn hier was gebaut? War ich das? Ich glaube nicht, dass ich das war. So. Schaut mal, hier ist der Lügendetektor gewesen. Der ist immer angegangen. Oh Mann. Okay, was ist das hier? Ach, das war der Tunnel. Okay, wir müssen jetzt Odi hinterherlaufen. Der ist bestimmt im Wald und möchte jetzt seine eigene Stadt bauen. Aber das können wir nicht zulassen. Er ist nämlich mein bester Freund. Und beste Freunde lässt man nicht allein. Vor allem nicht nachts im Wald. Schaut mal, es ist schon dunkel geworden. Und Odi ist ganz allein. Okay, Leute, wir müssen ihn jetzt verfolgen und schauen, was Odi vorhat. Denn er kann nicht weit sein. So, er ist auf jeden Fall gerade noch hier gewesen und ist dann hier lang gelaufen. Wo könnte er bloß gewesen sein? Wir müssen auf den Boden schauen. Ihr müsst mir jetzt helfen. Schaut das Video unbedingt bis zum Schluss und sagt mir, ob ihr jetzt hier irgendwas Lilanes findet. Wenn du was siehst, musst du sofort Bescheid geben. Also ich sehe nichts. So, wir müssen jetzt hier rüber gehen. Ich glaube, Odi ist nämlich hier lang gelaufen. So, hier hoch. Wir sind gleich da. Odi! Oh nein, nicht, dass ihm was passiert ist. Odi, wo bist du? Mann, Odi, das ist nicht lustig. Bitte komm zurück. Du kannst uns doch nicht verlassen. Oh. Hä? Was macht Odi da? Odi... Er ist in ein Portal gegangen. Er kann das doch nicht machen. Wartet mal kurz. Was ist das für ein Portal? Neue Welt? Oh nein. Leute, Odi meint das ernst. Er ist zurück in eine neue Welt gegangen. Ich muss da schleunigst hinterher. Drückt mir die Daumen. Oh, was, wenn da böse Monster sind. Und... Ah, aua. Von wo kommt ihr denn her? Lasst mich in Ruhe. Ich muss hier rein. Kommt schon. Oh! Oh! Hä? Odi? Odi, wo bist du? Oh nein, Leute. Wir sind einfach in eine andere Welt, weil Odi abgehauen ist. Ich muss Odi schleunigst finden. Schweine, habt ihr Odi gefunden? Er ist ein lila Mensch. Der ist so groß wie ich. Oh Mann, Schweine können ja nicht reden, nicht Dussel. Okay, wenn Odi aus diesem Portal rausgekommen ist, dann muss er ja nur diesen Weg gegangen sein. Wir müssen wirklich nach Hinweisen suchen. Vielleicht hat er ja mal einen Baum abgebaut oder hat hier irgendein Schwein umgebracht, weil er Essen braucht. So, wir müssen jetzt hier einmal hoch. Wir müssen Odi finden. Er muss hier irgendwo sein. Mann, Odi, wo bist du denn? Hier, Odi. Hä? Das ist doch... Leute, das ist eine Kiste. Das könnte Odis Kiste sein. Wir schleichen uns langsam mal daran. Da ist Odi. Wartet mal kurz. Odi! Odi, ich habe dich doch gerade noch gesehen. Wo bist du? Mann, Odi, du brauchst dich nicht vor mir verstecken. Ich hab dich schon gefunden. Wer ist da? Wo bist du? Da, Odi. Bleib mir fern. Du bist mir gefolgt, du Blödmann. Natürlich bin ich dir gefolgt. Ich will doch nicht in meiner eigenen Stadt alleine sein, Odi. Rexy, das ist meine Stadt. Du bist hier verbannt, so wie du mich verbannt hast. Ich hab dich aber nicht verbannt, Odi. Außerdem ist das hier sehr gefährlich. Wie, du hast mich nicht verbannt, Brexier? Ich war das nicht, Odi. Wir haben doch immer Roblox gespielt. Ich war gar nicht zu Hause. Du hast recht, aber
Wer hat mich dann verbannt, Briggs hier? Keine Ahnung, irgendjemand muss einen Prank gemacht haben oder unsere Stadt zerstört haben, weil hast du nicht Schleimys Haus gesehen, war komplett kaputt. Du hast recht, Briggs hier. Oh Mann, ey. Naja, wenn du es nicht warst, dann tut's mir leid, dass ich abgehauen bin. Mir tut's auch leid, dass ich dich allein gelassen hab, Odi. Oh Mann, ey. Briggs, sollen wir dann einfach eine neue Stadt bauen? Du willst eine neue Stadt bauen? Ja, schau mal hier. Das ist ein wunderschönes Gebiet. Hier können wir dein Haus hinbauen, mein Haus. Dann den Supermarkt, Polizei, Pizzeria, Schule, alles, was du willst. Oh, das wäre super. Das ist eine gute Idee, Odi. Und dann ist auch keiner, der uns hier verbannt aus Minecraft, weil dann ist es unsere Stadt. Das ist eine super coole Idee. Okay, Odi, aber ich habe noch eine viel bessere Idee. Was denn, Briggs hier? Lass uns mal schauen, wer von uns beiden das bessere Haus baut in der neuen Stadt. Oh, okay, Briggs hier. Das ist ein guter Anfang. Hast du schon deine Sachen eingepackt? Zum Glück habe ich meine Kiste mitgenommen, weil ich wusste, das wird eine lange Reise sein. Und wir geben uns beiden nur 15 Minuten oder 10, sag du. 10 Minuten. 10 Minuten, wer das bessere Haus baut in der neuen Stadt, Odi. Okay, Briggs, ja, aber ich muss noch kurz farmen. Wir sehen uns in 3 Minuten an unserem Spot. Okay, bis gleich. Ich baue da hinten, Briggs, da ist schon meine Kiste. Dann baue ich hier drüben. Okay, Briggsy, dann sehen wir uns in 3 Minuten. Bis gleich, Odi. Bis gleich. Okay, Briggsy, ich bin bereit. Okay, ich bin auch bereit. Dann sehen wir uns in 10 Minuten wieder. Okay, ab jetzt. Ab jetzt, bis gleich. Bis gleich, Briggsy. Okay, Freunde, ich habe jetzt schon meine kleinen Kisten vorbereitet. Ihr seht, hier drin haben wir ganz viel Bruchstein und gelber Beton. Das habe ich mir alles mitgenommen. Eichenholzbretter, Akazienholzbretter und Akazienholzstufen und ganz normales Eichenholz. Zuerst brauche ich aber eine Werkbank. So, die machen wir einmal. Wartet mal kurz. So, davon haben wir jetzt genügend. Jetzt machen wir uns eine Werkbank, denn wir brauchen natürlich auch Türen. Zack, und wir werden das bessere Haus bauen. Viel besser als Odi. So, wir müssen mal ganz kurz hier reinschauen. So, und ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt. Dafür nehmen wir dieses Holz hier. So, und das packen wir erstmal hier oben hin. Okay, wie soll ich das Ganze bauen? Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Umriss an. So, eins. Nein, wartet mal. Eine viel bessere Idee. Die Axt brauche ich, Trottel. So. Wir brauchen nämlich dieses Holz hier. Und dann baue ich das mit gelbem Beton. Das wird richtig cool aussehen. So, dann baue ich hier hoch. 1, 2, 3. Das wird unsere kleine Küche sein. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann will ich hier drüben auch noch was haben. 1, 2, 3. Und hier auch nochmal. 1, 2, 3. Perfekt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Okay. Wir wollen dann hier drüben noch eine Treppe haben. Die machen wir gleich. Wir müssen jetzt nur noch einmal hier hochgehen. So, und das Ganze verbinden wir jetzt erstmal so, so und so. Oh, das wird richtig cool sein. Hier drüben. So. Ah, ich glaube, ich habe viel zu tief gebaut, oder? Ich glaube, ich habe zu tief gebaut. Wir müssen das ein bisschen cooler machen. So, wartet mal kurz. Oh nein, es fängt an zu gewittern. Wir müssen uns beeilen. Ich hoffe, Odi hat das gehört. So, hier hoch. Zack. Dann brauchen wir das hier oben. Ich muss darüber springen. 1, 2, 3. Ah, so. Und hier drüben. Perfekt. Das müssen wir jetzt nur noch kaputt machen. 1, 2, 3, 4. So, okay. Jetzt können wir das zumachen. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Perfekt. So. Dann haben wir schon mal unser kleines, aber feines Haus. Und wir brauchen natürlich noch ein Dach dafür. Das machen wir gleich. So, und noch ein bisschen so. Und wenn du mir helfen willst, das Haus viel schöner zu bauen, dann schau das Video unbedingt bis zum Schluss und schreib mir gerne in die Kommentare, was ich alles bauen kann. Das wäre super cool, dann können wir Odi nämlich beeindrucken. Briggsy, ich bin fertig. Du bist fertig? Ich bin auch fertig. Also, naja, fast. Oh. Okay, Briggsy, wo fangen wir an? Oh, dein Haus sieht ja wirklich cool aus, Odi. Oh.
Nee, das ist mir viel. Das finde ich komisch aus, aber es sieht besser aus als deins. Hä? Nein, meins sieht viel cooler aus. Es ist viel gemütlicher. Schau mal, fast wie im Baumhaus. Gar nicht wahr, Brixie. Guck mal, bei mir kannst du hier oben rein. Die Inneneinrichtung fehlt zwar noch. Und hier ein kleiner Balkon. Und ich sehe die ganze Stadt. Ha! Das, ja, aber du hast keinen Teppich. Junge, das bauen wir doch später noch, du Blödmann. Und ich habe sogar hier noch ein Wohnzimmer und Esszimmer. Und, und hier ist offen, leider. Okay, warte mal. Hast du das gehört? Das war gerade ein Donner. Ja, ich muss sagen, ich gebe deinem Haus 4, 3 Punkte. 3 nur? Ja, weil das sieht echt komisch aus, Odi. Nein, ich gebe meinem Haus 10 Punkte. Oh, nö, nur 3 gebe ich dir. Komm, ich zeig dir mein Haus. Ja, zeig doch mal. Also, ich habe 2 kleine Häuser gebaut, aber das ist ja noch nicht fertig. Wir haben das ja nur schnelle toll gemacht. Man muss hier erstmal ins Wasser gehen und nass werden, um zu deinem Haus zu kommen, du Doofbart. Ja, das muss ja noch geändert werden. Ich hatte hier hinten leider keinen Platz. Schau mal, da ist ja nichts mehr. Du hast recht, Brex hier. Also, das ist hier die Abstellkammer. Das ist nur die Abstellkammer. Hier packe ich mal in meine Truhen rein. Und was ist hier? Das ist der Balkon. Da kommst du raus und dann siehst du direkt den See. Das ist cool, aber was ist das? Auch eine Abstellkammer? Oh, Odi, hier ist, kommt mein Bett hin. Das sieht ja blöd aus, Brex hier. Oh Mann, ey. Und da unten ist einfach ein Loch. Ja, weil dort kommt dann mein Garten hin. Mann, das sieht so bescheuert aus. Ich geb dir eine 2 von 10. Was? Ich geb dir eine 2 von 10. Ich geb dir eine 1 von 10, du Blödkopf. Ich geb dir gar nichts. Ich geb dir gar nichts. Ich, wenn's sein muss, zünd ich dein Haus an, Brex hier. Oh, du Blödi, hör auf damit. Okay, warte, wir lassen die Zuschauer entscheiden. Du hast recht, Brex hier. Ihr entscheidet, welches Haus in die Luft gesprengt wird. Nein, und nein. Welches Haus schöner ist, Odi? Ja, meine ich doch. Und das Schlechtere wird in die Luft gesprengt. Okay, Leute. Dann müsst ihr jetzt da draußen entscheiden. Stimmt's, Odi? Genau, Leute. Ihr müsst entscheiden, welches Haus in die Luft gesprengt wird. Ich sag, dein Haus wird in die Luft gesprengt. Ich würde mal sagen, wir müssen uns jetzt noch um die Einrichtung kümmern, Brexy. Und ich hoffe, der Sturm kommt nicht zu nah. Stimmt. Okay, lass uns darum kümmern, Odi. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, 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 na. Abonniert alle Brexy. Brexy abonniert. Brexy bitte. Brexy abonniert. Brexy bitte. Brexy.